Gut. Boah, wir haben noch ein bis paar Steine da. Krass. Die verwenden wir auch gleich schon für irgendwas. Genau. Es ist soweit. Machen wir uns endlich. Machen uns endlich die finale Ladung Bücher. So. Wir haben es geschafft. Ist das nicht toll? Und dann 64 Eisen im Inventar. Die tun wir gleich mal hier rein. Auch 17 Blumen. Kommen wir aus der hier? Ne, kommen wir noch nicht. Ich tue jetzt auch mal die Eier in die Kiste. Das ist schon 6 Stück immerhin. So, bis ich mit dem Holz von Anfang warte ich, bis ich wieder da bin. Ich gehe nämlich jetzt schon gleich auf den Nachbarberg, um das Bauwerk zu begutachten. Dafür saven wir jetzt nochmal, dass wirklich alle Änderungen gespeichert sind. Also wie das im Absturz kommt. Dann schauen wir uns mal an, wie das so aussieht. Und zwar alles fertig ist. Von der Außenfassade zumindest. Die inneren Werte. Oh Gott, das ruckelt. Ah. Gott, ich nehme auch schon wieder über 2 Stunden auf. Ich muss dringend. Wow. Gut, man merkt, dass dieser eine kleine Zwischenturm, der dafür da ist, um die Leiter zu beherbergen, dass es der nicht so ganz reinpasst. Aber der ist irgendwie notwendig, weil es sonst mit den Segmenten nicht aufgeht. Was auch sehr lustig ist. Und letztendlich ist alles irgendwie doch fast viel symmetrischer als erwartet. Nach rechts haben wir mehr Türme und nach links wird dann die Kirche sein. Und oben auf den Plattformen wird es einerseits die Bäume sind und links nichts. Da kommen dann die ganzen Häuser hin, die dann aktiv bewohnt werden. Das eine Haus da vorne, keine Ahnung, was ich damit mache. Das sieht im Moment nur lustig aus. So vom Gefühl her. Mehr kann das nicht. Aber es hat ein Dach. Aus Holz, wie passend. Die vorne Sicht von da erspare ich mir mal. Das ist zu erbärmlich. Eigentlich, da ich auf der ganzen linken Seite noch nichts gemacht habe. Und dadurch, dass die Türme alle noch nicht fertig sind, sieht das auch natürlich extrem scheiße aus noch. Arbeit ist, kommt ja alles erst noch. Ja, was jetzt schön ist, ist, dass ihr über diesen Fake-Turm da, der auch ein Dach noch kriegt, hier zumindest schon mal schnell hoch können. Als über den Wendeltreppenturm. Wendeltreppentürme sind zwar schön und stilecht und haben auch ihren Charme. Zweifelsfrei. Nur sind sie extrem langsam und umständlich. Sag jetzt mal, wenn du schnell von einem Stock ins andere kommen willst, sind Wendeltreppen definitiv falsch. Und davon abgesehen, dass dir beim Hochgehen die Maus immer weiter nach rechts oder links rutscht. Da gibt es auch praktikableres. So, ich glaube, ich brauche 24 für die ganzen Bücherregale.
Ja, 24 brauche ich. Na, jetzt wachsen ja aber die Bäume alle. Du, liebe Güte. Da ist noch einer. Dann craften wir jetzt erstmal die ganzen Bücherregale. Das heißt, da könnt ihr sogar schon mal fast anfangen, die Kirche dann auch zu möblieren. Wobei, nee, das lassen wir lieber. Habe ich dann noch keine Lust, da Sitzbänke oder sowas ähnliches reinzubauen. Ha! Ne. Da habe ich Besseres zu tun. Oh, ein neuer Baum. So. Der einzige Turm, der übrigens kein Dach bekommen wird, ist dieser tolle Frontturm. Dementsprechend ist das noch der einzige Turm, der tatsächlich schon so fertig ist. Bis auf das, dass ich da irgendwann mal ein mechanisches Fallgitter reinbauen will. Was davon abgesehen auch der einzige Grund dafür ist, dass da unten ein Kiesweg reingeht. Weil ich mir nicht sicher bin, wie es aussieht mit Half-Slabs, Pistons verschieben. Auch wenn das Doppel-Slabs sind. Vor allem in diesen Minecraft-Versionen. Das wird noch zu Bugs kommen, deswegen lasse ich das lieber gleich. So, dann lass mir Bücherregale bauen. So. So. Dann bauen wir jetzt die mal da schön hin. So wie sie auch ursprünglich schon mal waren. Vor allem resetten wir den Diamantblock. Und die Bücherregale geklaut hat. So, und dann standen die anderen beiden Bücherregale jetzt da und da drüben. Ich weiß nicht, ob das so cool aussieht. Ich hätte vielleicht doch lieber da, wo die Fackeln stehen. Nee, ich stelle mir doch wieder da so hin. Hat man tatsächlich auch ein Bild, das da schon hing? Boah, es ist aber echt ein toller Ausblick eigentlich. Also steht da irgendwo so, boah, das ist ja eigentlich auch hier. Oh lol. Da habe ich aber schlampig gearbeitet. Fusch am Bau. So, erstmal die Bücherregale abspeichern. Das ist das Wichtigste von allen. Oh, ist sowieso die beste. Sieht man beiden Seiten, das ist, ob es dahinter weitergeht. Geht's aber nicht. Das ist eine richtige Ausnahme eigentlich einfach nur. Mhm.
Und in dem Sinne auch Brücke. Um von immer an der einen Ebene direkt rüber zu gehen, ohne hier runter zu müssen. Wobei das jetzt zugegebenermaßen über die Treppentürme jetzt auch nicht die der größte Horror ist, runter zu steigen. Die sind ja noch sehr komfortabel. Sag ich jetzt mal. Aber man merkt, dass ich hier auf der Seite viel mehr Türme drin habe als da. Auf der Seite. Deshalb ist wäre halt hier noch ein Turm, den man prinzipiell. Ja, hier wäre noch ein Turm. Ansonsten schlägt es jetzt einfach damit, dass dieser hier weniger verwickelt ist als die hier. Dafür halt eher großflächiger angelegt. Was natürlich dann für mich später viel besser ist, weil auf diesen. Diese ganzen kleinen Flächen hier sind ja schön und gut, aber was will ich da denn bitte vernünftig machen? Was soll ich hier mal später hinstellen? Kriege ich, wenn es gut läuft, länglich ein kleines Haus hin. Und noch besser zeigt es halt hier die Fläche hier oben eigentlich für mich, weil. Gut, ist klar, wir haben hier ein Haus, das fließend auf die Ebene übergeht hier. Das ziehe ich dann von mir aus bis hier oben hin. Und das Haus endet, ich glaube, an dem Stein hier. So, dann haben wir hier noch Platz. Klar, gut, wenn ich jetzt hier sage, wir breiten hier den Wehrgang auf 2, kann ich das Haus ja von mir aus dann auch hier so eine Nische reinbauen. Aber spätestens dann ab hier vorne, hier kann man nichts hinbauen. Ja, ist zu wenig Platz. Wirklich zu wenig Platz. Das ist schon ein Problem. Also was praktisches Bauen im Raum betrifft, ist dieses Burg eigentlich ziemlich schlecht. Aber sie ist groß und das ist das Coole dran. So, und das an der nächsten Aktion müssen wir dann eigentlich auch schon wieder. Obwohl, Steine müssen wir eigentlich gar nicht mehr farmen. Als nächstes brauche ich eher Tonnen an Wolle oder fangen was völlig Neues an allen Projekten. Lass die Burg erstmal ruhen. Oder schaff was Neues. Und wenn ja, wenn wir es also schaffen, in die Richtung oder in das Tal dahinter. Das ist dann auch wieder die Frage. Oder wir sagen, wir bauen die Burg erstmal fertig. Dafür brauche ich halt Tonnen an Wolle und Tonnen an Holz. Und ja. Das Dach wird nicht funktionieren. Das Dach, das ich bauen will, wird nicht funktionieren hier. Heieiei, ja gut. Wie gesagt, Dächer kommen hier sowieso erst sehr spät drauf, weil ich da das ist in deinen aktuellen Versionen nicht möglich, weil dafür einfach zu wenig Lehm spawnt, beziehungsweise ich die Dächer weder aus Holz noch aus hier diesen Steinstufen Treppen bauen will, sondern halt aus Ziegeln noch Möglichkeit und Nether-Ziegel gibt's noch lange nicht. Nether ist auch noch in weiter Ferne, glaube ich. Also bis zur Vollversion kann ich davon ausgehen, dass ich Nether-Ziegel farmen kann. Vorher nicht. Und das ist traurig, eigentlich. Und Lehmziegel sind halt durch Alpha-Welt hier so extrem selten, das wird auch nicht funktionieren. Deswegen bleibt das alles erstmal abzuwarten, wie es läuft. Und ja.
Ich würde auch mal sagen, das war's jetzt dann von der ganzen Ding. Ich trage schon mal von meinem virtuellen Zettel 9 Folgen ein. So. Und dann sehen wir uns in einer neuen Aufnahmesession wieder. Bis dorthin. Und auf Wiedersehen. Ich müsste noch tschüssen. Jetzt ist er wieder über 8.